Wir fanden die Idee faszinierend. Der Dalai Lama schenkt jedem Kontinent ein Friedenssymbol, einen vergoldeten Buddha. Und Bremen für Europa fand ich einfach eine ganz großartige Idee. Und dann haben wir uns daran gemacht, ihn hierher zu holen. Der Friedensbuddha ist ein Symbol dafür, dass Frieden bei einem selbst anfängt, dass man hier über sich selbst auch nachdenken kann, was man dazu beitragen kann, dass wir eine friedlichere Welt bekommen. Das passt zu Bremen. Nach vielen Jahren ist es gelungen, auf einem abenteuerlichen Weg aus Südwestindien erstmal ein LKW-Transport, dann ein Schiffstransport über Korea und dann durch den Suezkanal hierher. Und dann von Bremerhaven mit einem befreundeten Speditionsunternehmen hierher gebracht. Dieses Projekt ist ein so wahnsinnig großes, dass man es gar nicht ermessen kann, wie hoch der Wert eigentlich tatsächlich ist. Diese Ehre ist schon eine unglaublich hohe und dass wir das in der Botanica haben dürfen, die ja dieses Thema generell auch immer wieder aufgreift. Das alles zeigt sich dann letztlich an diesem Friedensbuddha, der allerdings kein Kultgegenstand sein soll, sondern eigentlich nur eine Mahnfigur für den Frieden. Telia ane ta kalepe jae sare ta tsu kechembo de nina yanga te ha koma sa ane lo delia ngale dewa chene tini kundan de ne tu ke dewe singale chwa ti le sons zambole le ya ane chado jese ane chin de cha ta tin de ri da munda ju lu ba pa tsa na ya ki ma mu ba le nyega pen do ti de yin za ane ta sanjin do ti de ya ane shiddi ke tsu do ti de pa Der Buddha in diesen schwierigen Zeiten, finde ich, ist ein richtiges Symbol. Er strahlt Zuversicht, Kraft und Frieden aus. Und ich glaube, die Besucher, die hierher kommen, sollen vor dem Buddha einen Moment innehalten und sich an diese Werte erinnern.